Erinnerst du dich noch, mein lieber Max, wie wir das letzte Mal da gesessen sind? Ja, das ist lang her. Ja. Ich habe damals zufällig diese Dekoration mit ihrer Anspruchslosigkeit und Milde gebraucht. Diese Landstraße mit ihren trivialen Pappeln, die Wiesen mit ihrem lauen Grün, die nahen Hügel, die im Abendrot verschwimmen. Ja, und heut? Liebe ich diesen Hintergrund um seiner selbst willen. Aha. Deine letzte Liebe. Nein, es ist nur eine neue Art von Liebe, die ihm jetzt an die Reihe kommt. Die Liebe für die Dinge als Dinge. Bitte? Ja, für die Natur als Natur. Für die Zigaretten als Zigaretten, für den Divan als Divan. Während ich doch bisher an den Dingen nur ihre Beziehung zu den Menschen so sehr geliebt habe. Also mit uns Armen bist du fertig. Nein. Meine Frau und dich ganz besonders liebe ich noch immer. Aber geh, okay. Ich bin immer nur für die Stichworte da gewesen. Das wird sich jetzt ändern. Ich fürchte auch, das ist ein Zeichen nahenden Alters. Ich interessiere mich in letzter Zeit auffallend für die Meinungen anderer. Ah? Ja, ich kann zuhören. Hast du mich darum nach so langer Zeit wieder aufgesucht? Ja. Mir ist, als hätte dir ein Testament vorzuplaudern. Was ist denn das für eine neue Pose? Hm? Nein, im Ernst. Mein Herz setzt seinen letzten Willen auf. Okay, so melancholisch bist. Na, gar nicht, gar nicht. Ich will nicht mehr geliebt werden, ich will nicht. Naja, aber du würdest dich dreiner geben, ne? Nein. Ich möchte nicht meine letzte Illusion verlieren. Welche? Dass die Jungen nichts von uns zu fürchten haben. Es ist das eine von denen, die mir mühsam erhalten.